Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Dieses Mal begrüße ich euch etwas anders. Das hat seinen Grund. Wir sehen hier einen Frame aus einem Trailer, den ich gleich ablaufen lassen werde. Und zwar von Broken Lore Unfollow. Und die Entwickler haben bereits zum Beta-Test eingeladen. Ich habe mich angemeldet. Ich hoffe, ich kriege eine positive Rückmeldung. Und habe mich dafür interessiert, was haben die eigentlich noch so gemacht? Tatsächlich sind da gerade 4 Spiele in der Pipeline. Wobei Serafini Productions, glaube ich, nicht die Entwickler sind, sondern nur die Publisher. Das wurde mir aus der Homepage nicht so ganz klar. Und ich möchte euch den Trailer deshalb zeigen, um euch mit meiner Begeisterung so ein bisschen anzustecken. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und wir werden uns anschließend die anderen 3 Demos, die bereits verfügbar sind, einmal anschauen. Das wird das Programm dieses Abends. Jetzt aber erstmal Bühne frei. Bis gleich. Anne. I'm coming for you. So, nachdem wir die Demo von Broken Lore Unfollow gesehen haben, kommt jetzt die Demo von Broken Lore Follow. Und der Soundtrack ist ja schon sensationell, oder? Oh, ist das schön. Es ist sehr simpel. Und so schön. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Gehen wir mal rein. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Serafini Productions für mehrere Entwickler ein großes Paket an Sets geschnürt hat. Und da bastelt jetzt jeder von für sich so ein bisschen was draus. What am I doing here? Why is my house so strange? It's like the memory of a dream. I need to figure out what's going on. Am I in danger? Ich hoffe für dich nicht. Okay. Schauen wir uns mal um. Oh, ist massives Tearing. Na gut, das ist eine Demo. Kriege ich auch einen Interaktionssymbol? Mal sehen. Na gut, ist keine Birne drin. Das erklärt, warum nichts. Ups, okay. Ich kann auch durchklippen. Der steht ja aber schon ein bisschen länger, oder? Okay. Lieber Weihnachtsmann, dieses Jahr hat mir Mama gesagt, dass ich nur dann um Geschenke bitten darf, wenn ich in der Schule gute Noten habe. Sie liebt mich so sehr. Ich war ein braves Mädchen und mir gefällt das rote Kleid, das ich in dem schönen Laden in der Nähe unseres Hauses gesehen habe, wirklich gut. Kann ich das haben? Dankeschön. Anne. Ach, wie reizend. I was 8 when I wrote this letter. How is it here? Mom should have thrown it away a long time ago. What does it mean? I don't understand. Ja, das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Und was ich auch gerade ein bisschen seltsam finde, vorhin hat sie so laut gesprochen und jetzt ist sie so leise. Kriegen wir es ein bisschen lauter hin? Wir sind schon auf Maximum. Mal sehen.
Warum steht die Nummer innen? Okay, hier komme ich nicht durch. Ich werde wohl einen Schlüssel brauchen. Das ist sämtlich spooky hier. Und ich glaube, das Haus ist schon lange verlassen. Da komme ich auch nicht raus. Was ist das dann? Stromzähler nehme ich an, ne? Ja. Es ist alles hier welk und verfallen, aber auch offenbar fluchtartig verlassen. Es ist auch eher verstörend. Ich hatte ja als Kind immer vergessen, Hälse zu malen. Dieses Kind hat es damit etwas übertrieben. Was haben wir hier? Ja, ein Feld mit irgendwas. Super TV. Gut, ich würde jetzt gerne hier raus. Wie machen wir das denn? Mag es mir jemand erklären? Ist das auch Anne? Oder wahrscheinlich eher Anne hier in dem Kontext? Geschenken vielleicht was dabei? Ich wünsche mir einen Schlüssel. Weil kein Paket hat die Form eines Schlüssels. Es könnte auch was im Baum hängen, oder? Aber auch nichts zu entdecken. Moment, hier geht's. Kann ich das verschieben? Nee, leider nicht. Denn hier ging es theoretisch hoch. Ach, das ist komplett hinüber. Mein Gott. Komplett baufällig. Ah, Moment, hier haben wir ja noch was. This book. I can't believe it. Camilla was crazy about history and mythology in elementary school. She never stopped talking about it. She lent it to me, and after we argued, I never gave it back. Oh. It makes my blood boil just thinking about it. Weil du dich schämst? Oh. Are you the pig they're gonna cook for the Christmas this year? It's not true. It's not fact. You're wrong. Oh God, my classmates were so mean. Eindeutig, ja. Thinking back makes my stomach churn. Ja, Kinder können grausam sein. Okay, also offenbar lösen sich Ereignisse aus, wenn ich mit den richtigen Dingen interagiere. Und ich bin gerade froh, dass ich nicht viel lauter gedreht habe. Das war jetzt deutlich lauter. Aber die Herde noch irgendwas Wesentliches. Sieht aber nicht danach aus. Vielleicht kann ich ja jetzt rausgehen. Schauen wir mal. Okay. Was sehen wir da? Ich bin gelinde gesagt irritiert. Ach, wir können sogar in groß sehen. I absolutely wanted to look like her. Echt? I adored her. Warum? It feels like I'm a child again. All of this makes no sense. But maybe I'm just dreaming and I'll wake up soon. Oh, okay. Haben wir ein Problem? Da steht Schwein drauf. Ich glaube aber, ich verstehe langsam. Die war sehr, sehr schlank, ne? Und sie war vielleicht immer ein bisschen pummelig und wurde dafür aufgezogen. Und hat deshalb so diese mageren Tänze angeschmachtet. Ah. Okay.
Rot, eine Farbe, die in der westlichen Kultur ein starkes Symbol für Aggression, Macht und Gefahr ist. Diese intensive und lebendige Farbe kann überwältigend, blendend und bedrohlich sein. Ein Leersatz? Okay. Ah, auch betrüblich. Trauriges Bild irgendwie. Und oh. Good morning, everyone, and welcome to a new episode of History with Anne. Today, we'll read a page in the Great Book of Humanity, understanding how history has been written over time, shaping reality. In this episode, we'll seek answers in Norse mythology. According to these ancient beliefs, the earthly reality we're experiencing is just one of the many realms in the cosmos. Connecting it to the realm of gods is the Rainbow Bridge Bifrost, thrown between the sky and the earth. This solid strip of seven colors connects humans to another reality and its wisdom. When at the end of the world, the Rainbow Bridge broke, humans lost this knowledge. In our era, perhaps we no longer believe in these old myths, but we can still ask ourselves, are we truly connected to reality and its knowledge? I don't understand. Ich auch nicht. How did I end up here? Das hat wirklich die ganz schmale Schnittfläche zwischen putzig, verstörend, beängstigend getroffen. Und das ist, glaube ich, so das Gefühlsleben einer frisch pubertierenden, heranwachsenden Frau. / Mädchen. Tut fast ein bisschen weh, das mit anzusehen. Oh, Spinnweben? Ja. Eklig, aber ungefährlich. Ein Schlüssel, das ist gut. Dankeschön, was steht hier? Aber Rot ist nicht nur das. Rot ist doch Liebe, Leidenschaft, Verlangen. Es ist die Farbe des schlagenden Herzens, des Blutes, das in den Adern fließt, des pulsierenden Lebens. Es ist die Farbe der Entschlossenheit, der Willenskraft, des Mutes, sich Herausforderungen zu stellen. Es ist die Farbe der Transformation, der Veränderung und der Wiedergeburt. Ja. Kann ich nur so zustimmen. Und ich sehe nichts mehr. Jetzt sehe ich mehr. Rot ist also nicht nur eine Farbe. Es ist eine Reise, ein Weg des Wachstums und der Entdeckung. Es ist ein Symbol, eine Botschaft, ein Wegweiser. Sie ist eine Herausforderung, aber auch ein Versprechen. Sie ist die Farbe der Gefahr, aber auch der Erlösung. Sie ist die Farbe der Aggression, aber auch der Liebe. Letztlich ist sie die Farbe des Lebens selbst. Okay, poetisch und überzeugend. Ja, es... Wenn ich nicht hingucke, ist es nicht da, okay? Ja, es geht bergab. Sie stand oben. Was ist das? Oh, ich hatte wohl eine Schwester. Ja, sie sprach hier von der Schwester, ich Idiot. I love you so much. Schön. Mom, do you like the doll I made at school? Oh, magnificent. Teachers always know how to make you waste precious time. They don't understand how important your future is. Was ist das für eine ätzende Mutter? I can't believe I was so blind. But I was just a child. Ja. How could I realize what a monster my mother is? Ja, das begreift man leider oft erst sehr spät. Huh. There is something inside this doll. I need to find a way to open it. Anna und Camilla. Ich wurde aus dem Bericht nicht ganz schlau, ob die sich jetzt mochten oder nicht. Ich war nicht sicher, fand sie es doof, dass Camilla sich so sehr für Mythen interessiert? Oder fand sie es doof, dass sie ihr das Buch nie zurückgegeben hat? Gut, ich brauche jetzt was, um die Puppe zu öffnen. Das schon wieder, okay. Auf dem Bild sah sie gar nicht so pummelig aus, oder? Ja, doch ein bisschen rundliche Bäckchen, aber das muss gerade in dem Alter echt noch nichts heißen.
und gebe mir eine Schere. Oder ein Messer. Oder einen Flammenwerfer. Oh, was haben wir hier? Auch wieder dieses Motiv, ne? Pig, jetzt hier auch wieder ein Schwein. Ja. Das Buch hatten wir ja schon. Das hatten wir auch schon. Schere bitte. Na gut. Also raus geht's hier definitiv noch nicht. Gut, wo finde ich denn jetzt was, um diese Puppe zu öffnen? Vielleicht da oben was übersehen? Finden wir es raus, würde ich sagen. Und war diese schreckliche Kreatur da eventuell so ein Zerrbild ihrer Mutter? Oder Bild halt? Nee, finde ich nirgendwo was. Ach, diese Hexenmotive, die sie wiederkehren. Junge! Meine Nerven. Ah, hier war ich noch nicht. Aber hier gefällt es mir auch nicht. Geht nicht auf. Geht auch nicht auf. Geht auch nicht auf. Geht alle nicht auf. Was war das? Wo ist eigentlich die Tür, durch die ich reingekommen bin? Die ist weg. Okay, Houston, wir haben ein Problem. Ah, jetzt geht's. Da ist aber nichts drin. Oh, schöner Sound. Das Knatschen alter Holzmöbel, das mag ich ja irgendwie. Alle leer. Okay, das ist neu. Hello. Scusi, Signorina. Ah, Zweier. Zweier? Die zweite. Könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Problem. Ist da jemand drunter? Habe so teilweise den Eindruck. Und irgendwas war hier gerade. Irgendwas hat gerade gedribbelt. Ich will nur gucken. Alles gut. Ducken kann ich mich nicht. In die Schränke gehen kann ich auch nicht. In Wänden und an der Decke scheint auch nichts zu sein. Oh. Okay. Hallo? Ich mag das nicht. Das ist unheimlich. Unangenehm. Steht auch wieder Pig. Wahl. Ja, sie wurde ganz offensichtlich ihrer Fülle wegen beleidigt.
Oh, wie geschmacklos. Oink, ja, Oink. Selber Oink. Charakter Oink. Ich würde gern wieder raus, wenn es recht ist. Da steht Mom, ne? Nee. Mother, ja, Mother. Das ist ja furchtbar. Also die Schränke sind alle offen, glaube ich. Also falls ihr nichts mehr seht... Oh, da ist eine Schere. Die habe ich gesucht. Perfekt. Alles wieder gut. Es ist wirklich arg dunkel. So, wo kann ich denn jetzt wieder raus? Da ist die Tür. Ah, der Albtraum hat ein Ende. Hoffe ich. Sehr unangenehm. Ein Feuerzeug, okay? Aber keine Dummheiten, ja? Oder auch doch. Gut, ich könnte hier mal das Ofenholz entzünden. Gab es hier nicht irgendwo so... Oder das da, weil das finde ich creepy. Können wir es anzünden, Mami? Oh nee, dann doch nicht. In the end, I've been good and my parents have bought it for me. I thought I looked fabulous when I put it on. Too bad my classmates teased me to death. Furchtbar. It's ruined, I remember. I was so upset that I tore it apart. Aber hier steht es wieder intakt. Warum? Na gut. Das war das Klavier. Aber warum? Keine Ahnung. Ja, hier fehlt eine Tür. Das ist ja doof. Gut, dann muss ich da wieder hoch, ne? Das ist die einzige Möglichkeit. Hier fehlt auch eine, hier fehlen alle Türen. Okay. War der vorher schon da? Oh fuck. Was bist du denn? Hallo? Mr. Mrs. Kopf? Wo soll ich hin? Auf alle Fälle runter. Hier bleibe ich nicht. Und jetzt? Okay. Jetzt ist die Treppe auch weg, aber ich habe dafür Wasser. Wen soll ich verbrennen? Den Baum? Was denn? Ist es so klug, auf Stimmen im Kopf zu hören? Thank you.
Und wer bist du? Okay, das war krass. Ich glaube, wir müssen alle einmal durchatmen. Und dann gucken wir uns die nächste Demo an. Bis gleich. So, und da sind wir drin. Und zwar bei Broken Lore, Don't Watch. Das scheint chronologisch eher der erste Teil zu sein. Geil. Rein. Oh, was für ein Service am Kunden, das gefadet wird und nicht einfach abgebrochen. Sehr schön. Was war das? Oh, eine Message. Ich lebe auch eher so bescheiden, ne? Gut. Hello. Ja, hier haben wir leider auch nur Englisch, kein Deutsch. Hallo Shinji, wie geht's dir? Ich will dich nicht stören, aber ich möchte mit dir über was reden. Ich bin sehr besorgt. Worüber willst du mit mir reden? Es ist Ewigkeiten her, seit wir zuletzt geredet haben. Oh, ich bin ein Mann. Okay. Tja. Es geht um Hideo. Erinnerst du dich an ihn? Vom Rettungscenter? Ja, was ist mit ihm? Er hat seltsame Dinge geschrieben, verstörend. Er scheint verängstigt zu sein. Können wir telefonisch reden? Er hat mir wirklich Angst eingejagt. Ich bin beschäftigt. Shinji, er sagt etwas, dass jemand versucht, in dein Apartment einzudringen. Ich habe nicht den Nerv, mit solchen blöden Witzen mitzugehen. Sorry. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er Späße macht. Shinji, bist du immer noch da? Er hat wirklich keinen Bock drauf. Also jemand, der etwas versucht, hier einzudringen. Interessant. Hatte ich das... Oh. Wie prophetisch. Das ist übrigens mein Bart. Oh Gott. Ich habe keine Lust, obwohl das hier ist noch schlimmer. Oh Gott, okay. Ja, danke für die Pizza. Und bitte sehr für meine schlechte Laune. Er hat keinen Bock auf Leute, ne? Okay, Essen. Hat er einen Film geguckt oder gezockt? Ich konnte es gerade nicht genau sagen.
Pizza. Oh, sieht gar nicht schlecht aus. Hallo, mögen Sie mal Abwasch machen? やっと出てくれたわね。どこにいたの？あのバカみたいなゲームしてるの？バカみたいってなんだよ。本当にもうゲームなんて時間の無駄で、ただの現実逃避じゃない。将来大変になるのよ。本当に俺の将来について考えてるなら頼んだ金をくれってば。必要だって言っただろうよ。お父さんと話して、もうあなたの経済的支援はやめようってなったの。 Okay, unsere Eltern drehen uns den Geldhahn ab. Weil wenn man das hier so sieht, kann man es nachvollziehen. Es ist ja echt so eine Jungshöhle hier, ne? Hübsche Frauen, Horrormotive, Comics, Videogames, Dreck, Junkfood. Ja, Junge, ich glaube, es wird an der Zeit, dass du dein Leben in den Griff bekommst. Oder es beendest? Ich hoffe nicht. Okay. Also waschen wir unser Gesicht und legen uns hin. Geht das eigentlich auch wieder zu? Ja, gut. Was ist das für ein T-Shirt? Für Mädchen geht das klar, aber Junge! Es stimmt mit dir nicht. Ach, das bin ich. Ja, ich sehe innerlich tot aus. Das passt wohl. Achso, Gesicht waschen. Dann suchen wir mal die Augen. Kids. Es läuft sogar nach. Bäh. Wo haben wir denn noch welche? Da. Irgendwo muss noch was sein. Ah, hier. Da bist du. Okay, ich hab... Oh Gott. Es wird nicht besser. Das ist ja ein Albtraum. Was ist das hier? Warum?
wachsen sich hier Geschwüre im Gebäude aus. Oh je. Gut, also das kann man jetzt nicht mehr auf seinen Hygienemangel zurückführen. Das ist eine ganz andere Nummer. Was bist du denn? Okay. Ja, das war Don't Watch. Ich freue mich schon auf Low. Bis gleich. Und da sind wir bei Low. Gut, und allmählich, glaube ich, bekommt man eine Idee, warum ich denke, es sind verschiedene Entwickler, die an diesen Episoden arbeiten, da die auch alle offenbar zeitnah rauskommen werden und alle noch nicht erschienen sind. Mal sehen, ich musste hier spontan an Silent Hill denken. Mal sehen, ob das auch der Fall ist. Oder ob der Schein trügt. Wir finden es raus. Hello, love. Naomi, how are you? Everything okay with the trip? Yes. All under control. I'm almost there. That man, the producer, are you sure about this meeting? I've heard strange stories about him. I know, but it's just a work meeting. Nothing to worry about. I have everything under control, really. All right, but please let me know how it goes, as soon as you can. And good luck, Naomi. Thanks, love. I'll call you as soon as I'm done. See you soon. Es wirkt auch schon alles sehr hochwertig produziert, ne? Ja. Wirklich so ein sehr klassisches japanisches Örtchen. Ich mag's ja, wenn es nicht so weit weg wäre und ich so ein Schisser vor Flugzeugen wäre und ich nicht so ein armer Schlucker wäre, wäre schon längst mal da gewesen. Ja, was für die Pension. Ist noch ein bisschen hin. Oh, was haben wir hier? Im Herzen des Dorfes stand einmal ein Tempel. Nun ist er im Nebel verloren. Das ist eine sehr eigentümliche, sehr einnehmende Atmosphäre. Gefällt mir. Nee, ich will's lesen. Es erzählt von einer Frau, vom Schicksal auserwählt, die vergeblich versuchte, ihrem Schicksal zu entkommen. Habe ich eventuell ein Schriftstück übersehen? Nee. Die Stadt wirkt wirklich wie ausgestorben, auch in der Zeit eingefroren. Die Zeit ist hieran vorübergegangen. Nee, ich drücke mal den falschen Knopf. So. Es war der Bürgermeister des Dorfes, der ihr den Weg des Schmerzes vorzeichnete. Eine Reise ohne Rückkehr. Klingt nach einem archaischen Ritual irgendwie.
zurückgewiesen und umherirrend. Wurde die Frau ungerecht von Verrat und Ehrlosigkeit heimgesucht? Hübsches Tor. Und irgendwie passt es zum Gesamtbild, dass ich mich nicht spiegele. Diese verstorbene, zurückgelassene Welt weiß, dass ich hier nicht hingehöre. Oh, hier ist der Weg zu Ende. Aus ihrem Tod erwuchs eine Rache-Entität, verfluchte das Dorf mit dem Schicksal von Terror und Dunkelheit. Wie unpassend. Hideki? Naomi, is that you? How's the exploration of Kirasami Miura going? It's fascinating. I found some fragments of a story, the legend of the village. It seems... Ah, the ancient stories that enshroud this place are profound. I'm glad you've begun to uncover them. I invite you to lunch at the Red Lantern Izakaya. We could delve deeper into these legends and discuss your future. That would be interesting. Thank you. I'll be right there. Perfect. I look forward to it, Naomi. It'll be an enlightening meeting, I'm sure. Also er freut sich, dass wir begonnen haben, die Geschichte zu erkunden. Und er will uns zur Roten Laterne einladen, um unsere Zukunft zu diskutieren. Ich weiß ja nicht. Werde ich hier der nächste Dorfsündenbock? Wenn, dann wird es hier doch bestimmt als erstes die treffen, die Erwachsenendienste anbietet. Aber wo ist die rote Laterne? Man müsste sie eigentlich sehen, ne? Ja, da, rote Laterne, alles klar. Naomi, I must say, your voice has something hypnotic. Dir fallen gleich die Zähne raus. To you that transcends music. Thank you. I hope that can come through in my performances. I'm certain it will. You know, Kirasami Miura has stories that could inspire any artist. Like that of the ancient temple. A place of mystery and forbidden passions. Forbidden passions? Sounds interesting. Oh yes, very interesting. Perhaps after our work here, I can show you some hidden parts of the village. Places that inspire a certain intimacy. Ich wusste, du bist ein Schleimbeutel. That would be educational, I'm sure. But speaking of work, you told me I wasn't the only one invited. Yes, the competition. A necessary spark for true talent. Don't worry, Naomi. I'm sure your uniqueness will stand out. Okay, also ich bin offenbar eine Künstlerin, die er engagieren will. Und er denkt, hier finden wir Inspiration. Hello, are you already in town? Ach, auch das noch. Excellent. I have a matter to attend to, and then you'll have your chance to show me your qualities. I need to prepare for the other candidate, but this evening at karaoke, it will be our special moment. Boah, bist du widerlich. See you tonight then. Die scheint das Engagement echt zu brauchen, ne? Dass sie sich mit dem Typen abgibt. I'll call you. Stay nearby. Vor ihren Augen schmiert er auch noch die andere voll am Tisch. Boah, Junge. Okay, I absolutely need a cigarette. Ja. Oh, the lighter. Oh, must have been left in the car. Ich hätte ja nicht gedacht, dass mein blöder Spruch sich bewahrheiten würde. Das Ding heißt nicht ohne Grund rote Laterne. Boah, Junge. Wenn er wenigstens gut aussähe oder
Ja, vielleicht ist er reich. Er muss ja irgendeine Qualität haben, dass er glaubt, er könnte sich das erlauben. Ich bin auf dem richtigen Weg, ne? Die ganze Stadt atmet. Krass. Ist das wirklich der richtige Weg? What? There's no trace of the car. Oh, this fog is too dense. I can't see anything. Problem. Gehen wir weiter in die Richtung? Auf alle Fälle weg von der roten Laterne. Okay, zu dichter Nebel, dann scheinen wir vielleicht in die Nähe des Tempels zu kommen, der darin verschwunden zu sein scheint. Wo sind nur halt die Menschen? Es wird wirklich immer dichter, der Nebel. Gehe ich eigentlich im Kreis? Komme ich irgendwann wieder bei der Mauer an, oder von der anderen Seite? I'm sure it was here. Am I going in circles? Yeah. It's like this place has swallowed every escape route. Okay, Naomi, breathe. Don't let this place mess with your mind. There has to be a way out. Ja, wahrhaftig, das ist die Mauer. Jetzt haben wir ein Problem. Sehr seltsame Geräusche. Ich höre einen Motor und ich höre irgendwas krabbeln. Und wer bist du? Ach, du bist einfach eine Statue. Eine schwangere Frau. Da ist die nächste. Ist das eine Skulptur in Bezug auf die Mythen? Sag mal, hat die einen Schnurrbart? Hat schon ein sehr maskulines Gesicht, oder? Okay, das wird jetzt langsam creepy. Ich meine, selbst wenn wir jetzt ein Auto hätten, das wird uns gar nichts bringen. Wie sind wir überhaupt hergekommen? Oh. Oh. Junge. Das ist aber mächtig viel. Oh nein. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Are you looking for something here, dear? I'm just a bit lost, I guess. Lost? Or maybe you're trying to find your place, like me. Hideki, the producer, has spoken a lot about you. You're the other one, right? Ja, wollen wir gemeinsam umbringen? How did you know that? Hideki has a nose for talent. But between you and me, only one can truly shine. And you think it will be you? It's not a matter of thinking, dear. It's a certainty. But hey, good luck tonight. Oh, du bist ja mindestens genauso sympathisch wie er. Ihr passt gut zusammen. Okay. Und weg ist sie. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, überzeugende, unsympathische Charaktere zu schreiben. Haben die ganz gut hinbekommen. Thank you.
ganz bizarr. Trotzdem will ich hier irgendwie wohnen. Ich glaube, hier lebt man ewig. In ewiger Tristesse, aber man kann sich ja schöne Gedanken machen. Hin und wieder kommt ein Geist, gibt am Feuer, haut wieder ab. Hat viel Zeit, Bücher zu lesen, Klavier zu spielen, zeichnen. Was ist das? Achso, Winter. Okay. Dort friert. Krass. Ach du Scheiße. Okay. Ich will jetzt doch in die rote Laterne. Oh Mann. Das Schlimme ist, dahin wartet nur eine Mauer auf mich. Super. Geil. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht springen. Okay, dann kämpfe ich. Komm her, Bitch. Okay. Aber faszinierende Demos, oder? Ich hoffe, ich kriege auch noch Zugang zu Unfollow. Das wird interessant, oder? Und die haben eine Menge anderer Demos noch. Die haben so viele Spiele auf der Platte, das wird sehr spannend. Gebt mir mal Rückmeldung, ob ihr Bock habt, dass wir noch mal weitere Demos anschauen. Machen wir mal eine Demo-Rotation von diesem Publisher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.